kann ich hier irgendwo aufnehmen. Also, Noah hat dir geschrieben. Nein, das habe ich nicht gesagt. Hast du gesagt? Ich habe gesagt, der ein oder andere Spieler. My friends, officially willkommen zur zweiten Folge Mirza Meets. Wir haben einen aktiven Profifußballer am Start und werden Raphael Zichos begrüßen, my friends, den Innenverteidiger des ersten FC Köln. So, funktioniert, oder? Hallo Rafa, hörst du mich? Hi, ich höre dich perfekt. Du mich auch? Ich höre dich auch perfekt, Mann. Ich habe ja gegen einige Spieler schon gespielt und bei dir habe ich immer quasi die Erinnerung, es waren knappe Spiele. Ich weiß genau, das letzte Mal haben wir ja noch... auf der Gamescom war das, glaube ich. Da war das FIFA 20 erstmal draußen, ne? Und da war es so ein ganz knappes Ding. Ja, aber ich glaube, schade, dass es heute wahrscheinlich nicht klappen wird in den Servern, aber mein Ultimate-Team zum Beispiel ist ja komplett Müll, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Also bin ich schon ganz froh, dass die Server halt down sind, weil das ist ja, glaube ich, ein bisschen bitter geworden. Ich dachte mir so, gut, jetzt kann ich mal testen, ob ich vorbeikomme an deiner 99er-Karte, weil die muss ja richtig krass sein, ne? Eigentlich. Ja. Hat der 99? Sprint auch 99? Wie sieht's da aus? Ja, Sprint ist, glaube ich, 98. Das Einzige, was er nicht so gut hat, ist Abschluss mit 86. Das ist das Schlechteste. Aber der Rest wirklich alles über 95 und ist eine Maschine. Ja, Abschluss 86 für einen Innenverteidiger ist auch wirklich mies, muss man sagen. Ja. Ich habe viele Leute haben unter den Bildern diese Frage gestellt, ne? Wie geht's dir nach dieser recht schwierigen Verletzung, wo du Gott sei Dank jetzt glücklich davon gekommen bist, oder Gott sei Dank geht's dir schon wieder recht gut? Wie gut geht's dir eigentlich? Kannst du uns da vielleicht so ein kleines Update geben? Ja, danke erstmal an alle, die da auch an mich denken. Mir geht's ganz gut. Ich war heute, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal schon wieder auf dem Platz trainieren. Also Fortschritte mache ich auf jeden Fall. Ich fühle mich körperlich eigentlich sehr, sehr gut. Und muss jetzt halt warten, bis der Knochen zusammenwächst und bis das alles so wieder ein bisschen Festigkeit in der Halswirbelsäule bekommt. Mhm. Und dann hoffe ich, dass es doch nochmal relativ schnell geht. Aber wie gesagt, das ist halt ein Ding, wo ich jetzt nicht irgendwie sagen kann, dann und dann wird es wieder soweit sein. Du als Fußballer, der ja regelmäßig halt im Training war, ne, jeden Tag Training hat und so weiter, hast du jetzt noch quasi mehr Zeit mit deiner Familie, ne? Und wie beurteilst du jetzt die aktuelle Phase, die Corona-Zeit zu Hause? Ne? Siehst du positive Sachen und negative Sachen? Oder wie beurteilst du das ganz genau? Vor allem jetzt im Hinblick auch auf deine Verletzung. Ich würde sagen, zu 99% positiv. Jetzt speziell mit der Familie ist natürlich, ich habe vorher schon gedacht, dass ich jetzt zum Beispiel zu meinem Sohn eine richtig enge Bindung habe. Aber durch diese Zeit, wo ich dann auf einmal 24 Stunden zu Hause war und das nicht nur über 2 Tage, sondern über 14 Tage oder noch länger, hat sich bei uns beiden nochmal richtig was verfestigt und ich habe an ihm Sachen nochmal so neu gesehen, wo ich dachte, Alter, was denn jetzt, wo hat er das denn her und dies und jenes, was man, halt, wenn man ein bisschen weniger Zeit mit ihm verbringt, dann halt so gar nicht mitbekommt oder ja, das einfach nicht sieht und daher bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich diese Erfahrung oder dass wir diese Erfahrung als Familie auch machen konnten. Und das ist auf jeden Fall der Aspekt, wo ich sage, Corona ist Mist, riesengroßer Mist, aber ich glaube, für die ein oder andere Familienstruktur ist es dann doch richtig gut. Und zwar hat jemand gefragt, wie es denn so im Vergleich aussieht, wenn du jetzt ganz normal, sagen wir mal, deine Trainingseinheiten hast, wenn du also quasi tägliches Training, wie dein Tagesablauf als Profifußballer so quasi aussieht. Wie kann man sich das so vorstellen? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es einfach Samstag 15:30 Bundesligaspiel war. Ne? Dann haben wir sonntags auslaufen, dann ist der Montag frei und dann beginnt Dienstag die normale Woche. Kommt natürlich dann darauf an, wann das Spiel ist, das nächste, ob Samstag, Sonntag oder wie auch immer ist. Aber dienstags Training, nachmittags, dann hat man zweimal am Mittwoch meistens und dann Donnerstag, Freitag wieder jeweils einmal. Mhm. Und ja, ich glaube so am Tag, wenn man jetzt nachmittags trainiert, dann meine 15 Uhr, trifft man sich spätestens eine Stunde vorher, bereitet sich auf das Training vor und trainiert dann bis zu 2 Stunden. Danach nochmal eine gute Dreiviertelstunde bis Stunde ist Nacharbeiten. Und ja, dann ist der Arbeitstag vorbei. Wenn man zweimal hat, ist natürlich morgens um 10 Uhr Training, 9 Uhr da sein spätestens.
Und dann ist man auch bis 18, 19 Uhr ist man dann, 18 Uhr ist man dann unterwegs. Die meisten, die essen dann auch bei uns dann in der Kabine. Wir haben da ja zum Glück unseren Koch, der Weltklasse ist. Das erspart uns dann schon mal die Fahrerei hin und her. Mhm. Und ja, dann ist es eigentlich, sage ich mal, mehr oder weniger ein normaler Arbeitstag. Wo siehst du als Spieler deine Stärken und woran arbeitest du gezielt noch? Ja, Stärken, glaube ich, auf jeden Fall im Zweikampf, im 1 gegen 1 und im Aufbauspiel. Dann arbeiten, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass ich mit meiner Statur auf jeden Fall jede Saisonvorbereitung oder auch in der Saison immer daran arbeite, beweglich zu bleiben, locker auf den Füßen zu bleiben, um die schnellen Schritte mitzugehen. Mhm. Und das sind so die beiden Sachen, die ich jetzt glaube ich so erwähnen würde, ja. Was sind so deine Lieblings- beziehungsweise, sagen wir mal, deine Lieblingsgegenspieler und dann so deine Hassgegenspieler? Also gegen wen verteidigst du am liebsten, wenn du weißt, da kommt so ein Lewandowski oder sowas, der ist easy peasy. Ja, oder? Ja, der ist richtig easy peasy, ja. also ich sag jetzt mal, Lieblingsgegenspieler ist schon so ähnliche Statur wie ich, so wo man sich dran reiben kann, weißt du, der die Bälle festmachen will, der auch mit dem Körper gut dagegen hält. Aber Top 1, muss ich jetzt mal ganz kurz erwähnen, ohne jetzt schleimen zu wollen oder so, der Gegenspieler, die ich eigentlich nie in der gegnerischen Mannschaft haben möchte, ist John Córdoba. Tatsächlich? Also der hat Körper, Schnelligkeit, Technik, Abschluss, der hat einfach alles. Also wirklich, das ist ein unfassbares Biest. Wer ist der mieseste Kölner FIFA-Spieler? Der mieseste? Mieseste, also schlechteste FIFA-Spieler von euch da, von SC. Also ich weiß, dass viele so einen Controller noch nie in der Hand gehabt haben. Also jetzt noch nie, ist auch übertrieben, aber sehr, sehr, sehr selten. Aber ich würde jetzt einfach mal, weil er es auch verdient, Dominik Drexler sagen. Ist er wirklich, hat er eh gespielt oder einfach nur, weil er das erste Mal eine direkte Katastrophe? Hast du ihn weggehauen hier 5-0? Ich habe Dominik, glaube ich, einmal an so einem Controller gesehen. So sah es dann auch während des Spiels aus. Er weiß, glaube ich, schon, warum er es nicht spielt. Sagen wir es mal so. Er hat, glaube ich, auch keine Playstation. Ich habe ihn letztes auch mal gefragt, du, sag mal, jetzt war hier Corona oder ist immer noch. Was machst du die ganze Zeit? Da hat er ja noch nicht wirklich die Antwort drauf. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, warum ich eine Playstation habe. Wie sieht es da bei dir aus? Wie viel zockst du denn eigentlich so durchschnittlich? Ich würde sagen, dass ich in der Woche, also jeden zweiten Abend oder jeden dritten Abend dann mal so 2 Stunden spiele. Also vielleicht 6 Stunden in der Woche. Geht ja eigentlich, das gar, also ich hätte mir eigentlich so mehr vorgestellt. So, ne? Ja, ich würde mir eigentlich auch mehr vorstellen, aber im Nebenzimmer ist die Frau und in dem anderen Nebenzimmer ist mein Sohn. Die finden das, glaube ich, nicht so lustig, wenn das, ich da noch mehr vorsitze. Das stimmt. Ich habe heute auch noch mal ein bisschen reingesehen, so in dein Spiel, ein bisschen analysiert und so. Das hast du wirklich gemacht, ne? Ich habe ein paar Minütchen, ich habe nur kurz mal, ich brauche nicht so lange, um mir mein Bild zu machen, sagen wir es mal so. Und ich habe wirklich kurz reingesehen und ich habe. Ja, was erwartest du, dass ich hier völlig unvorbereitet hier in eine Partie gehe? Ja. Aber das ist schon ein Zeichen von Angst, oder? Nee, das ist nicht Zeichen, das ist Vorbereitung. Ach so, okay. Das darf man nicht verwechseln mit Angst. Ne? Okay, ich bin gern vorbereitet. Ich habe da schon den ein oder anderen Dragback gesehen. Ne? Ja. Dragbacks, das ist ja schon mal, wenn man erst kompletter Anfänger ist, dann macht man noch keine Dragbacks und so. Ne? Also das war schon mal, hat dir Daniel das beigebracht, wie man Dragback macht und ein paar Skill-Moves? Nee, Dragback kannte ich vorher schon, aber natürlich in der Häufigkeit oder da, wo es dann noch was bringt, das hat er mir dann schon erzählt, Ballrollen vorm Torwart, 1 gegen 1 und so, da haben wir auch schon hintrainiert, muss ich sagen. Mhm. Rauslösen aus einer Pressensituation. Also das haben wir schon professionell angegangen. Du weißt ja, wie sowas abläuft. Ja, ja. Und da ich die ein oder andere Stunde hatte ich dann mit ihm auch an der Stelle. Daniel, vielen Dank nochmal. Es hilft ein wenig. Der Charity Cup, der geht ja noch. Rafa ist da noch mit dabei. Er ist jetzt im Halbfinale und erwartet da quasi seinen Gegner. Wer ist sein Gegner jetzt im Halbfinale? Achso, das weiß man jetzt noch nicht. Ne? Noah Katterbach. Oh, der ist so knackig. Na, soweit ich weiß, der kann schon spielen, ne? Manche behaupten das vorgezogene Finale. Vorgezogene Finale. Ich habe ja mit Noah auch ab und zu mal ein bisschen was geschrieben. Witzigerweise schreiben wir jetzt vor dem Charity Cup haben wir auch die ein oder anderen Spieler auch geschrieben. So, Mirza, kannst du mir so einen Crashkurs geben, ganz ja, auf die Stelle? Also, warte, das muss ich jetzt immer ganz sag, ich sag nicht mehr, was war ich. Also,
kann ich hier irgendwo aufnehmen. Also, hat dir geschrieben. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, oh, yes. der ein oder andere Spieler. Ich habe keinen Namen. Ich spule zurück, kann ich nicht zurückspielen. Ich habe nicht Noah Katterbach. Vorher habe ich gesagt, Noah Katterbach ist ein sehr guter. Wir haben ab und zu mal geschrieben. Das habe ich gesagt. Wir haben früher mal ab und zu mal geschrieben. Aber dass ich auch ein paar. Ich habe den Chat hier auf. Ich möchte das jetzt, wenn das irgendjemand gehört hat, bitte. Hat der Noah Katterbach gesagt? Nee, ey. Chat jetzt hier, bitte enttäuscht mich jetzt nicht hier. Ja, alle lachen sich kaputt, na super. Also früher vor allem. Nein. Noah, das, wenn du das jetzt hier hörst, du weißt Bescheid, ne? Du weißt. Hat er gesagt, hat er. Steht er, hat er. Hat er gesagt, ja. Ich hab's gesagt, aber ich habe nicht gesagt jetzt im Zuge des Charity Cups, sondern dass ich früher mal mit Noah auch geschrieben habe, mit vielen anderen FIFA-Spielern geschrieben habe. Ne? Ich nenne keine Namen, du wirst es von mir nicht erfahren. Wie bist du jetzt FIFA-technisch, wenn du jetzt das Spiel hernimmst und mit dem echten Fußball vergleichst? Ja? Der Vergleich jetzt FIFA und echter Fußball. Siehst du da im Zuge auch so ein paar Parallelen, jetzt als von der Seite eines Profifußballers gesprochen? Also ich muss sagen, vor 5 Wochen hätte ich die Frage nicht beantworten können, weil da hätte ich nicht gewusst, Taktik, dies, das, jenes, bringt das überhaupt irgendwas? Jetzt mittlerweile, wo natürlich dann auch Daniel mir das alles gezeigt hat, hier Sechser lässt sich fallen oder greift gar nicht mit an, Manndeckung oder wie auch immer, dass das dann auch funktioniert, das finde ich schon krass. Ne? Also das ist dann schon, wo ich sagen kann, das ist auf jeden Fall realistisch, weil du kannst natürlich deinem ganz normalen Spieler auch Anweisungen geben und er macht es. Das passt auf jeden Fall und halt diese Vielfalt, die du dann einstellen kannst, ist schon krass. Also das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm und das ist auch das, was mir dann am Ende dann auch extrem hilft jetzt gerade, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch das, was einen guten Spieler von einen, der halt immer mal wieder zockt, halt auch unterscheidet. Und kannst du uns da vielleicht mal ein paar Einblicke, jetzt sagen wir mal aus Sicht eines Fußballprofis geben, wie das so taktisch aussieht? Ne? Bekommst du selbst Anweisungen vom Trainer oder ist das die ganze Mannschaft, die Anweisungen bekommt? Du nochmal zusätzliche Anweisungen, je nachdem welcher Gegner kommt? Wie kann man sich das so vorstellen, so in der Kabine, bevor es da rausgeht? Ne? So nach oben und let's go. Ich glaube, erstmal fängt es damit an, der Trainer ist ja in der Saisonvorbereitung, im Idealfall. Stellt er sein System vor oder er hat ja seine Idee vom Fußball. Die versucht er der Mannschaft beizubringen und da hat jede einzelne Position meistens bei jedem Trainer irgendwas anderes zu tun. Also bei uns Innenverteidigern, keine Ahnung, wenn der Stürmer angespielt wird, der eine Trainer will, dass du immer direkt dran bist. Egal wo der Stürmer hinläuft, du sollst dran sein, du sollst ihm Druck geben. Der andere Trainer sagt, nee, bleib in der Kette, geh nicht raus, lass sie nicht rausziehen, öffne den Raum nicht dahinter. Das sind so die Sachen, jetzt mal das größte Merkmal, wo man dann sagt, okay, krass, das ist jetzt der Unterschied beim Innenverteidiger. Dann will der eine Trainer, ja, ihr sollt auf jeden Fall hinten rausspielen. Der andere Trainer will, nee, lieber nochmal sicher, haut das Ding lang. Das sind so Dinge, die klärt man in der Saisonvorbereitung. Die kriegst du da in den 6, 7, 8 Wochen, die du dann hast, kriegst du da dann mit vom Trainer. Und natürlich gibt es dann innerhalb der Saison, dann vor den Spieltagen noch auf den Gegner, wenn es dann halt extrem ist, wenn du immer gegen Viererkette gespielt hast und dann kommt Union Berlin mit einer Dreierkette, dann musst du dich natürlich drauf einstellen, dann musst du natürlich Sachen irgendwie verändern und das sind dann so die Sachen, die dann direkt vor dem Spiel passieren. Und an sich wirst du vielleicht darauf hingewiesen, wir kriegen ja auch immer kleine Videos von jedem Gegenspieler, und dann siehst du ja selber eigentlich schon, okay, der und der Spieler macht das und das, darauf muss ich achten. Muss dir ein Trainer dann eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wie verarbeitest du einen groben Schnitzer, der zum Gegentor führt? Also wo du wirklich selbst nur du verantwortlich bist dafür, weil du einfach verkackt hast. Ja, schwierig. Punkt 1 ist, nichts lesen. Also so mache ich es. Ich gucke es mir nicht nochmal an. Ich lese nichts in der Zeitung, weil in der Woche wird wahrscheinlich nichts Gutes über dich stehen. Und ja, einfach, wie ich es vorhin gesagt habe, übers Training dann wieder so ein bisschen Selbstvertrauen zu holen, da gute Aktionen starten, merken, okay, ey, ich kann es auf jeden Fall doch besser, als ich es da gezeigt habe, und an dich selber glauben. Also, das ist so der Schlüssel, um nach oben zu kommen. Du musst das Selbstvertrauen haben. Also, ich glaube, klar, die Bundesligaspieler sind auch alles heftige Spieler, aber die sind auch vor allem alle hier richtig, richtig fit und da, und das ist das Wichtigste. Wolltest du schon immer
Fußballprofi werden? War das dein absoluter Traum von Kind an? Das auf jeden Fall, aber diejenigen, die mich so ein bisschen kennen und meinen Werdegang, die wissen auch, dass ich bis ich 19 war, nichts wirklich mit Profifußball am Hut hatte. Und daher ist es so, klar, als Kind wollte jeder Fußballer werden, aber diesen Traum habe ich auch relativ schnell dann schon wieder beerdigt gehabt und ihn dann halt irgendwann wieder rausgezogen, wo es dann der liebe Gott mit mir relativ gut gemeint hat. Da ich, glaube ich, eh so ein Typ bin, der das alles sehr, sehr schätzt, was er gerade erlebt oder wie die Karriere verlaufen ist, wie auch das Privatleben verlaufen ist, war es jetzt für mich nicht so der Moment, wo ich gesagt habe, boah, krass, heftig, sei froh, dass alles so ist, weil ich bin eigentlich immer froh. Also ich freue mich jeden Tag darauf, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil es für mich auch einfach ein kleines Wunder ist, dass ich Bundesliga spielen kann mit der Karriere, die ich hingelegt habe. Und daher muss ich sagen, war es jetzt, ich denke oft darüber nach, dass es schnell hätte vorbei sein können oder auch jederzeit vorbei sein kann, aber man sollte es auch nicht zu oft machen, weil das hindert dann einen wahrscheinlich auch noch. Wo wäre Rafael Sichos jetzt, wenn er jetzt nicht Innenverteidiger beim 1. FC Köln wäre, wenn er jetzt quasi kein Fußballprofi gewesen wäre? Könnte man sich da irgendwas anderes vorstellen? Rafael Sichos in der Küche als Koch oder irgendwas anderes? Nee, ich habe es heute wieder probiert mit Kochen. Das war also es war lecker, aber das ist nicht das, was mich, glaube ich, erfüllt. Damals hatte ich mich für ein Studium eingeschrieben. Ich glaube, das war irgendwie in die Richtung Medienwirtschaft, irgendwie sowas. Ich kann dir nicht sagen, ob es dabei geblieben wäre. Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Wunsch wäre, glaube ich, gewesen, wenn wir jetzt wieder bei Wünschen sind oder bei Träumen, Pilot zu werden. Aber ob ich es dann am Ende geschafft hätte, weiß ich. Rafa, ich danke dir vielmals, dass du hier warst. Also du bist ein super toller Typ. Ich bin sehr froh, dass ich dich auch schon persönlich kennenlernen durfte. Wir werden uns bestimmt auch mal wieder sehen. Auch eine Runde FIFA zocken wird auch passieren. Ne? Und allen voran natürlich tolle Genesung, ne? Dass alles super nochmal voranläuft, dass du schnell wieder fit wirst und dann vielleicht, wie du selber sagst, noch in dieser Season vielleicht noch einen Auftritt bekommst oder im Endeffekt dann einfach nächste Season dann durchstarten. Ne? Mirza, vielen, vielen Dank. Es hat mich gefreut. Ich kann die ganzen lieben Worte nur zurückgeben. Mach dein Ding da weiter. Ich feiere das ein bisschen. Ich verfolge das auch hier auf Twitch und sehr, sehr geil auf jeden Fall. Super. Alles klar. Dann hören wir uns und haben noch einen schönen Abend. Ne? Grüß deine Family. Bis dann. Ciao. Ciao.